Frankfurt hat ja ein langes Wochenende hinter sich mit der Feier zur Paulskirche, zum Paulskirchenjubiläum, 175 Jahre. Waren auch viele Bürgerinnen und Bürger in Frankfurt gewesen. Aber ich hatte so den Eindruck, dass mehr oder weniger das doch eine Jubelfeier war für die Bürgerlichen. Wir haben ja das Buch Proletarier und Bürger oder Bürger und Proletarier vor 25 Jahren aufgelegt. Und da hatte ich noch ganz andere Erinnerungen zu, dass nämlich das nicht eine rein bürgerliche Revolution war, sondern dass es davor was gab, was überhaupt dieses ausgelöst hat. Du als Stadthistoriker und Vorsitzender unseres Vereins für Frankfurter Arbeitergeschichte beschäftigst dich ja schon länger mit diesen Fragen. Kannst du denn zu den Hintergründen was sagen? Ja, das war ja auch Gegenstand meines Vortrags, den ich deswegen ausdrücklich genannt habe, die Paulskirche und die Arbeiter, ein vergessenes Kapitel. Das Paulskirchenparlament ist ein Kind der Revolution. Das heißt, ohne die Revolution in Paris, in Wien und in Berlin wäre es gar nicht möglich gewesen, diese Wahlen durchzuführen und diese Paulskirchenversammlung einzuladen. Dort auf den Barrikaden für Berlin ist das genau belegt, standen keine Bürger. Da standen Arbeiter und Handwerksgesellen. Die machen den größten Teil dieser Demonstranten aus. Und sie ermöglichen, dass es zu einer Lockerung der Pressezensur kommt, dass Versammlungsfreiheit teilweise eingeräumt wird, dass Wahlen abgehalten werden können und dass diese Paulskirchenversammlung dann zusammenkommt. Das heißt, die Bürgerlichen sind eigentlich erst später vor dem Hintergrund dieser Protestbewegung der Arbeiter draufgesprungen auf diese ganze Frage Demokratie und Demokratiefragen. Es gab zu dem Zeitpunkt noch keine organisierte Arbeiterbewegung. Und das heißt, bei der Bestimmung, wer wählen durfte, waren die Handwerksgesellen beispielsweise ausgenommen vom Wahlrecht für die Paulskirche. Das heißt, wir gehen davon aus, dass 20% aller Männer in Deutschland nicht wählen durften zum Paulskirchenparlament. Insofern war das eine Versammlung mit eine Akademikerquote von 82% und dort war kein einziger Arbeiter vertreten. Die Modalitäten für die Wahl zum Paulskirchenparlament sahen so aus, Frauen waren weder aktiv noch fürs passive Wahlrecht zugelassen. Dass Frauen zur Demokratie gehören, auf die Idee war man 48 überhaupt noch nicht gekommen. Aber auch nicht alle Männer durften wählen, sondern die Wahl war an die Selbstständigkeit geknüpft. Und das bedeutete, wandernde Handwerksgesellen, die nicht an ihrem Meldeort waren, was der Normalfall für wandernde Handwerksgesellen waren, waren nicht wahlberechtigt. Dienstboten waren nicht wahlberechtigt. Männer, die Armenfürsorge bezogen, waren nicht wahlberechtigt. Also man geht davon aus, dass im Deutschen Bund etwa 5 Millionen Männer vom Wahlrecht für die Paulskirche ausgeschlossen waren. Aber in Frankfurt waren die Arbeiter doch auch auf der Straße, oder? Was ich jetzt berichtet habe, also diese revolutionären Umwälzungen im März 1948, die finden in Berlin statt. Und das ermöglicht dann die Paulskirche und die eingeräumte Versammlungsfreiheit, die nutzt aber jetzt die Frankfurter Arbeiter, um das erste Mal organisiert aufzutreten. Das heißt, die rufen zur Gründung eines Arbeitervereins auf und an dem Tag, an dem die Paulskirchenabgeordneten in die Paulskirche einziehen, das war der 18. Mai 1848, erscheint die erste Nummer der Allgemeinen Arbeiterzeitung, die von Christian Esslen und Petz, das war sein Kollege, zusammen geschrieben wurde. Der Esslen war auch der Vorsitzende des Arbeitervereins. Also das heißt, die hatten schon richtige Strukturen gehabt und haben auch aus diesen Strukturen heraus Forderungen dann an die Paulskirche gestellt. Ganz genau. Es dauert nur nicht lange. Man muss sich das vorstellen. Hier wird Demokratie in der Paulskirche gefeiert und zeitgleich, als sich die erste organisierte Arbeiterbewegung in Frankfurt gründet, wird die sofort verfolgt. Es geht damit los, dass das Bürgertum ein Flugblatt verbreitet und vor Anarchie warnt, zu dem die Führer des Arbeitervereins die Arbeiter verführen wollten. So die bürgerliche Argumentation. Und es geht dann weiter. Der Senat der Stadt Frankfurt weist die Polizei an, die beiden Redakteure der Arbeiterzeitung aus der Stadt zu verweisen. Und das passiert auch. Die ziehen also erstmal nach Bockenheim, da werden sie wieder verjagt, dann ziehen sie nach Rödelheim, nach Bad Soden.
Und die Druckereien, die Arbeiter zeigen, drucken, hören da eins, zwei Nummern auf und sagen, wir drucken das nicht weiter. Das heißt also zeitgleich zum Paulskirchenparlament, die da drin tagen, über demokratische Forderungen reden, findet die Repression gegen die erste organisierte Arbeiterbewegung in Frankfurt statt. Und der Essele war quasi der Vorsitzende dieses ersten Frankfurter Arbeitervereins, also eigentlich ja der Vorgänger von mir als DGB-Vorsitzender in Frankfurt, beziehungsweise Philipp Jax, der jetzt DGB-Vorsitzender. Genau, das war ja ein allgemeiner Arbeiterverein, der alle Gewerke organisieren wollte. Und nach den Angaben des Vereins hatten die bis zum 18. Mai, die haben am 14. Mai haben sie den Verein gegründet, hatten die über 1.800 Mitglieder. Aber die durften alle nicht wählen. Und die haben doch trotzdem eine Wahl irgendwie veranstaltet. Ja, das finde ich eigentlich eine ganz witzige Aktion, die der Arbeiterverein da gemacht hat. Der Arbeiterverein hat nämlich zu einer Wahl eines Abgeordneten für die Paulskirche aufgerufen, im Juni machen sie das dann, an der alle beteiligt sind, die kein Wahlrecht fürs Paulskirchenparlament haben. Da ist dann Christian Esselen gewählt worden, aber es war natürlich eine Wahl, die keine Gültigkeit für die Paulskirche hatte, aber die nochmal einfach ausdrückte, dass man klar machen wollte, dass auch ein ganzer Teil der Arbeiterschaft von der Wahl für die Paulskirche ausgeschlossen war. Und das heißt, dieses Paulskirchenparlament hat also weder die Forderungen noch die Arbeiter in ihr Programm aufgenommen, sondern die haben sogar hinterher mit der Monarchie wieder zusammengearbeitet, dass sie selbst eigentlich gescheitert sind. Oder wie war das? Zwei Drittel aller Abgeordneten der Paulskirche wollten eine konstitutionelle Monarchie. Das waren keine Demokraten, die Abschaffung der Feudalherrschaft gefordert haben, sondern ihre Idee war, dass es ja einen König oder Kaiser von Deutschland geben sollte und damit die Zersplitterung im Deutschen Bund, in der jeder Fürst, jeder König gemacht hat, was er wollte, überwunden wird. Aber immer noch an der Monarchie festhalten. Aber es gab doch auch kritische Kräfte darunter, wie dieser Märchenerzähler Grimm oder aber auch der in Wien erschossen worden ist. Robert Blum. Ja. Konnten die sich da nicht durchsetzen oder haben die dann zurückgezogen? Oder? Sie stellten im Paulskirchenparlament eine Minderheit dar. Die maximal, wenn man das großzügig rechnet, also maximal kann man sagen, dass ein Drittel der Abgeordneten überzeugte Demokraten waren, die eine Überwindung des Feudalsystems wollten. Und die konnten sich nicht durchsetzen und die Geschichte geht am Schluss so aus, dass Erlaubnis, das hier zu machen, im Endeffekt durch das Erstarken der Reaktion wieder beendet wird und dann werden sie militärisch verjagt und dann endet das mit Rumpfparlament Stuttgart, Erstürmung der Festung in Rastatt. Ist dieses der erste Versuch in Deutschland, eine wirkliche Demokratie einzuführen, dann praktisch gescheitert. Also als Frankfurter Gewerkschaften sollten wir eigentlich den Arbeiterverein feiern und vielleicht noch höchstens ein Drittel des Paulskirchenparlaments, aber nicht die gesamte Truppe. Ja, dass diese kritische Sicht auf dieses Kapitel der Geschichte deutlicher wird, das wünsche ich mir auch. Okay.